Hi, ich habe heute mal was vorbereitet. Und zwar Dinge, die ich gerne gewusst hätte, bevor ich mit iRacing angefangen habe. iRacing ist nicht ganz so intuitiv einzustellen. Es ist wirklich, und ich sag's wie es ist, ein Pain in the ass. Es ist super alt, es sieht unfassbar scheiße aus, diese ganze Oberfläche. Und man muss sehr tief graben an manchen Stellen, um ein paar Dinge zu finden. Und diese Dinge, die würde ich euch heute gerne abnehmen und dir vielleicht den Einstieg etwas vereinfachen. Und dazu hüpfen wir mal in iRacing rein und ich zeige dir das mal. Wonach ich am Anfang super lange gesucht habe, ist, wie kriege ich das Lenkrad weg? Weil ich bin überhaupt gar kein Fan davon, im Spiel ein Lenkrad zu sehen, weil ich habe es ja direkt vor mir. Deswegen hat es ein bisschen gedauert, bis ich es gefunden habe, weil am Anfang sind die Einstellungen, wenn wir sie mal kurz öffnen, doch sehr, ja, ich sag mal, unübersichtlich. Dazu gehst du in die Grafik-Settings rein und dann findest du hier oben bei Custom in der Ecke Hide Steering Wheel. Und da kannst du dir dann auch alles Mögliche, was du noch möchtest, an- oder ausmachen. Ob du die Hände noch dazu sehen willst oder ob das Steering Wheel in der Mitte einfach statisch sein soll und so weiter und so fort. Das findest du hier oben. Super simpel. Das war das Erste, was mich damals gestört hat. Und dann gibt es keine Option in iRacing, den Sitz zu verschieben. Also man kann den Sitz nach oben und unten verschieben. Super easy. Und das funktioniert auch tadellos. Aber wie kann man denn den Sitz jetzt nach hinten und vorne verschieben? Das war dann wieder ein bisschen komplizierter. Aber I got you. Wenn wir jetzt also hier ganz kurz mal reingehen. Wir stehen jetzt hier. Und dann gehen wir wieder raus. Ein bisschen komplizierter. Ich hoffe, du kannst mir noch folgen. Und dann gehst du hier unten in die Option für die Kameras und wählst aus, dass du ins Cockpit möchtest. Und zwar hier. Und jetzt kommt der ganze Trick an der Sache. Steuerung, F12. Und dann geht dieses Menü da auf. Und dieses Menü ist eigentlich die Kamerasteuerung. Aber witzigerweise, wenn du die Cockpit-Ansicht so speicherst, wie du sie hier drinnen jetzt einstellst, dann behält er das auch im Auto. Also, beispielsweise, wir wollen jetzt ein bisschen nach hinten rücken, das X oder nach vorne, kannst du hier auf X umstellen und dann kannst du bis 0,25, weiter geht nicht, 0,25 nach hinten rücken. Du kannst hier im Y, kannst dich natürlich auch verschieben. Gibt ja Leute, die beispielsweise mit einem Bentley oder so nicht klarkommen und dann gerne da sich auf die andere Seite setzen und dann kannst du natürlich auch die Z-Achse, also hoch und runter machen. Wobei hoch und runter kannst du auch so machen mit den Sitzeinstellungen in der Blackbox. Und das zeige ich euch auch gleich nochmal. Dann kannst du auch gerne hier den Horizont noch verschieben, ne? Die Linie, je nachdem, wie du es gerne möchtest. Vielleicht willst du ja nach unten gucken oder nach oben. Manche Leute, das würde ich euch auch empfehlen, danach mal zu schauen, dass euer Horizont wirklich vernünftig ausgerichtet ist. In manchen Autos und in manchen Einstellungen, wenn man bei anderen Leuten mal zuguckt, schauen die immer so ein bisschen von unten nach oben. Aber im Grunde genommen schaust du ja nicht von unten nach oben, sondern du schaust ja quasi so über die Motorhaube oder manche Leute gucken auch ein bisschen runter, je nachdem wie groß die sind. Ne? Wenn du diese Einstellung jetzt hier getätigt hast für dein Cockpit, dann kannst du hier unten sagen, Save Car. Und dann kannst du hier meinetwegen einschreiben, keine Ahnung, Viewer X. Und dann drückst du auf Save. Ich mache das jetzt mal nicht, weil ich möchte meine Kameraeinstellung gerne behalten. Wobei sie eigentlich alle auf Null stehen. Und dann drückst du einfach auf Save und dann ist das für das Auto gespeichert. Jetzt gibt es aber ein kleines bis mittelschweres Aber. Und das wird ganz, 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 ganz viele Leute ärgern. Das müsst ihr für jedes Auto machen, was ihr fahrt. Für jedes. Das heißt, wenn du in einem Auto zurückrückst und du willst es in einem anderen Auto auch haben, musst du das für jedes Auto wieder tun. Na? Kriegst du schon das Kotzen? Ja. Mich nervt das auch. Aber was willst du machen? Es ist, wie es ist. Also, wechselst du das Auto, musst es wieder machen, wieder safen und rein den Bums. Also falls du jetzt mit einem Mercedes oder was auch immer für ein Auto das eingestellt hast und sagst irgendwann, ich möchte mal Ferrari fahren, musst du den Bums wieder tun. So, wo wir bei Kameraeinstellungen sind. Einige Menschen von euch sind vorher ein paar andere Sims gefahren und beim Spotten oder Spectaten guckt man gerne von außen. Man kann jede Kameraperspektive bearbeiten. Läuft nach demselben Credo. Wenn wir jetzt sagen, ich benutze immer gerne Far Chase, das ist diese hier. Die ist aber standardmäßig ein bisschen anders eingestellt. Dann drückst du wieder F12. Also die ist hier meistens sowas um den Dreh eingestellt, dass man, weiß der Geier, warum auch immer, nach da oben guckt. Die kannst du dann hier über die Z-Achse runterdrehen
Ich bin noch ein bisschen näher rangerückt an der Stelle. Nee, ein bisschen weiter weggerückt, weil ich war sehr nah dran. Und dann kannst du das hier nicht Safe Car machen, sondern dann machst du das mit Safe Track. Hier sieht man ja, ich habe das schon mal eingestellt gehabt. Dann kannst du hier einfach sagen Safe Track. Dann sagst du Safe, bei mir ist das jetzt überschrieben. Und dann macht er das. Richtig gerade. Du musst das auf jeder Strecke machen. Das musst du für jede Strecke wiederholen. Also falls du gerne die Kameraperspektive so haben möchtest, jede Strecke musst du das machen. Und wenn du Pech hast, das hatte ich nämlich auch schon mal, musst du das auch für jedes Auto machen. Aber jetzt weißt du, wie es funktioniert. Kommen wir zum nächsten Punkt. Jetzt kommen wir mal zu einem Punkt. Ich habe zwei Wheels aktuell. Ich fahre sehr viel NASCAR, aber nicht damit, sondern hiermit. Und ich fahre GT3 damit. Und ich hatte jedes Mal das Problem, wenn ich ein Lenkrad gewechselt habe oder das hier abgebaut habe, musste ich meine Tasten neu belegen. Und das hat mich doch ein bisschen genervt und ich kannte eine Funktion nicht, die wahrscheinlich der ein oder andere von euch da draußen mal ausprobiert haben wird, eventuell, oder das ausprobieren würde. Ich habe es nicht ausprobiert. Da gibt es eine super simple Lösung. Du gehst in die Option und dann gibt es hier unten Use Custom Controls for this car. Das heißt, alle Einstellungen, die du jetzt tätigst für dieses Auto an Tasten, speichert er nur für das Auto. Da ist aber super wichtig, wenn du jetzt hier den Haken reinmachst, your custom controls for this car will be deleted. Are you sure you want to proceed? Cancel. Wollen wir natürlich nicht. Sonst wäre das natürlich ziemlich doof. Wenn du diesen Haken da unten jetzt reinmachst, fragt er dich nach den globalen Einstellungen, ob er die globalen Einstellungen auch ändern soll. Das willst du natürlich nicht machen. Wir machen das jetzt einmal durch. Wir haben jetzt hier einen Lenkrad dran. Wir tun jetzt einfach mal so. Mein Lenkrad ist noch eingestellt. Meine Bremse ist noch eingestellt. Aber wir haben keine Gearbox. Das heißt, wir belegen mal die Gearbox. Ich habe hier an der Seite einen Shifter. Und dann ist das bei mir dann. Ich möchte keinen H-Shifter. Und dann ist das hier einfach alles belegt an der Stelle. So, jetzt können wir nochmal bei Sound reingehen. Weil bei mir ist mein Sound normalerweise beim NASCAR auf einem anderen Knopf. Der ist jetzt hier. Den belege ich da jetzt auf Capshock drauf. Das ist auf meiner Buttonbox so belegt. Und dann hast du hier noch die ganzen Sachen drin, die du dann auch belegen kannst. Zum Beispiel Blackboxen. Der ganze Kladderadatsch. Okay? Und dann kannst du hier sagen, Use Custom Controls for this car. Jetzt fragt er dich. Global Controls Options have been changed. Save the changes to the Global Options. Nö, willst du nicht, weil du möchtest ja explizit nur für dieses Auto diese Option haben. So, wenn du das jetzt gemacht hast, dann hast du die Tasten, die du jetzt gerade belegt hast, nur in diesem Auto. Sobald du jetzt wieder beispielsweise das Lenkrad reinmachen würdest oder dein anderes Lenkrad, sind die globalen Optionen noch drin. Das heißt, hier drauf sind meine globalen Optionen, weil damit fahre ich ja doch am meisten. Und auf dem anderen sind einfach die Custom Controls für das Auto. Und wer hätte das gedacht? Auch hier, das musst du für jedes Auto machen. Bei mir ist es halt gerade durch das NASCAR-Fahren wichtig, weil meine Gearbox ist hier an der Seite auf dem Shifter drauf, auf einem Extra-Shifter. Und genau deswegen mache ich das jetzt in dem Moment so, gerade weil wegen Push-to-Talk, ne? Dann kann ich Push-to-Talk hier auch umlegen. Und auf dem anderen Wheel habe ich es woanders. Also auch an der Stelle, so kannst du das umgehen, jedes Mal alles neu zu machen. Wenn wir jetzt mal uns ins Auto reinsetzen und ihr seht ja jetzt bei mir, befinden sich einige Elemente von iRacing selber auf dem Bildschirm. Unter anderem auch die Blackbox. Die hole ich euch jetzt ganz kurz mal aufs Bild. Das ist das hier, das ist die Blackbox. Move it, move it. Nee, ich will jetzt nicht moven, JJ. An der Stelle kannst du alle Sachen verschieben, indem du einfach Alt-K drückst und dann verfärben sich die Fenster so ein bisschen bläulich. Du kannst wirklich alles verschieben. Von Chat, wie du hier sehen kannst, den kann man auch verschieben, zu den Nachrichten, die da aufpoppen, bis hin zu deinem Pit-Limiter-Fenster, bis hin zur Blackbox kannst du wirklich alles dahin schieben, okay, go, wo du es möchtest. Also falls du dich mal gefragt hast, wie der Reis hier funktioniert, das ist Alt-K. Und mit Alt-K kannst du alles irgendwo hinpacken. Auch hier an der Stelle kann man schon sehen, du kannst das für jedes Auto modifizieren. Das heißt also, wenn du das in diesem Auto, deine Blackbox hier haben möchtest, kannst du das für das Auto machen. Falls du das im nächsten da haben willst, kannst du das auch machen. Du musst dann hier nur Use Custom HUD Positions for this car, so einfach einen Haken reinmachen und dann läuft der Hase. An der Stelle würde ich euch auch wirklich wärmstens ans Herz legen, die Blackboxen zu belegen, dass ihr die auf den Tasten, auf dem Lenkrad oder irgendwo auf dem
irgendwo auf der Buttonbox durchgehen könnt. Ihr habt natürlich aber auch trotzdem noch die Option, das so zu machen. Wenn ihr eine Maus da habt, könnt ihr hier an der Seite die Pfeile durchgehen. Ja, und dann könnt ihr hier die ganze Buttonbox einfach durchklickern. Die Blackbox meine ich. Und dann könnt ihr hier beispielsweise auch den Sprit reinmachen, wenn ihr das wollt. Okay, er ist schon dabei. All clear. Punch it. Er hat getankt. Danke an der Stelle. Go, go, go. Er hat wieder getankt. Oder auch deine Reifen anmachen, dass sie replaced werden sollen. Seht ihr, ne? Jetzt macht er das. Also das kannst du auch mit der Maus machen. Das kannst du dir aber auch in den Optionen auf die Tasten legen. That's it, go. Wenn du beispielsweise in die Option gehst und du sagst Controls und dann hast du hier unten Blackbox Control, da ist alles drin. Ne? Also Next Blackbox, hoch, runter. That's it, das. Go. Kannst du dir alles belegen. Du kannst dir auch die einzelnen Segmente belegen. Die sind auch alle hier drin. Findest du super einfach und simpel. Eine Sache, die vielleicht für dich auch noch hilfreich sein könnte, weil mich das am Anfang etwas verwirrt hat. Ich fahre ohne Delta. Wenn du jetzt mal Tab drückst auf deiner Tastatur, kannst du sehen, ist hier unten gerade ein Fenster aufgegangen. Und damit kannst du deine Delta-Bar, ich schiebe das mal hier ein bisschen weiter in die Mitte für euch, dass ihr das auch sehen könnt. Damit kannst du deine Delta-Bar anzeigen lassen. Und zwar anhand von deiner All-Time-Best, deiner All-Time-Optimalen Lab, dein optimaler Sektor und so weiter und so fort. Du kannst hier wirklich alles durchgehen. Du musst nur Tab drücken und dann kannst du dir dein Delta anmachen. Oder aus, wie bei mir jetzt in meinem Fall. Also falls irgendwann mal diese Delta-Bar in der Mitte bei dir weg sein sollte, Tab ist die Taste, die du gesucht hast. Die habe ich nämlich auch sehr lange gesucht und habe sie nur wiedergefunden oder habe nur das Delta angekriegt, weil mein Chat mir das gesagt hat. Also Tab ist die Taste fürs Delta. An der Stelle, falls ihr bei in den Options drin seid, könnt ihr das auch hier bei deinem Split-Time-Delta, kannst du die Einstellung zu den Tab-Tasten auch noch sehen. Also falls ihr das irgendwann verschwinden sollte und du denkst nicht daran, dass es Tab ist, hier ist auch noch eine Option, da ist auch noch drin. Falls ihr dieses kleine Fenster oben in der Ecke habt, mit euren Frames drin, dieses hier, und ihr möchtet nicht, dass das so riesengroß ist, dann könnt ihr das in den Optionen auch verkleinern. Da geht ihr dann einfach auf die Options und dann hast du hier an der Seite Show Frame Rate Meter. Und hier kannst du die ganzen Sachen dann zum Beispiel auch ausmachen, so was wie Searing und so weiter und so fort. Dass du nur die wichtigsten Sachen da hast, die du auch wirklich brauchst. Eine Kleinigkeit noch, die bei mir auch ein bisschen gedauert hat, bis ich das gefunden habe. Man kann auch die UI, die ihr habt, also das hier, könnt ihr auch verkleinern. Wenn ihr jetzt beispielsweise in die Options geht und dann habt ihr Graphics und dann stellst du hier, weiß ich nicht, 300% ein, siehst du ja, wird es größer oder du nimmst 100 oder 50, dann hast du natürlich an der Stelle irgendwann das ganze Ding, was so rundrum ist, ein bisschen kleiner. Habe ich auch ein bisschen gebraucht, bis ich das gefunden habe und habe es auch nur so beiläufig mal erwischt. Ich habe es jetzt auf 100, weil bei mir war es irgendwann am Anfang sehr, sehr groß und damit kannst du es dann an der Stelle wieder etwas kleiner machen. Also nicht suchen, sondern Options, Graphics, UI suchen. Wo wir gerade bei den Graphics sind, hier auch noch ein kleiner Hinweis. Wenn du fährst, hast du andere Grafikeinstellungen, als wenn du zuguckst. Das heißt, wenn du beispielsweise deine Grafik jetzt eingestellt hast fürs Fahren, diese hier, entsprechen diese nicht den Grafikeinstellungen, wenn du zuguckst. Dafür musst du in Replay rein und dann musst du hier deiner Einstellung, wenn du sie denn so haben möchtest, wie du sie beim Fahren hast, musst du sie hier auch noch anpassen. Das darfst du nicht vergessen. Ich habe nämlich mich immer gewundert, warum ich beim Fahren 160 Frames hatte und beim Zugucken hatte ich nur 60. Das findest du hier an der Stelle in diesen Optionen dann für Replay. Die müsstest du dann auch an der Stelle nochmal anpassen. Jetzt haben wir noch eine Kleinigkeit, die müssen wir wieder in der Datei ändern. Dafür sind wir in der App Ini. Die findest du auch da, wo deine Ränder DX11 Monitor CFG ist und hier ist einfach die App Ini drin und zwar sucht mal nach Mute. Das war für mich auch sehr hilfreich an der Stelle. Schöne Grüße an Pete Snake, denn der hat mir das nämlich gesagt, weil falls ihr nämlich irgendwann mal ein Endurance-Rennen fahren solltet und ihr schaut jemanden zu und ihr möchtet sehr, sehr gerne den Spotter währenddessen trotzdem hören, dann könnt ihr das über Mute Spotter if live gleich 0 einstellen. Dass der immer da ist. Also das würde nämlich bedeuten, wenn du Spotter bist und zuschaust, ist auf standardmäßig ist es auf 1 gestellt, dann ist der Spotter gemutet. Wenn du das auf 0 stellst, dann ist der Spotter trotzdem noch da für dich und spricht trotzdem noch
mit dir. Eine Kleinigkeit habe ich noch an der Stelle, die mich ein bisschen verwirrt hat am Anfang. Und die können wir auch in der Innie-Datei einstellen, also in der App.innie. Und zwar ist es das Zuschauen bei anderen Leuten. Wenn ihr also Endurance-Rennen fahrt und der andere Fahrer schmeißt euch raus, dass ihr ins Auto kommt, seid ihr nicht von Anfang an im Live-Zustand. Das heißt, er fährt zwar los und ihr fangt aber zu einem gewissen Zeitpunkt später an. Das heißt, ihr fahrt immer hinterher und das ist sehr verwirrend. Dazu müsst ihr in die App-Innie gehen und diese zwei Zeilen finden hier. Und zwar ist das Play Second from Replay End on Car Exit Non-Team. Und da müsst ihr bei beiden Sachen 0 hinschreiben. Und 0 bedeutet, ihr geht aus dem Auto, er fährt los und ihr seid live dabei. Standardmäßig steht da, glaube ich, 20 Sekunden oder so. Und ich bin letztens in Endurin gefahren, mein erstes. Und habe mich die ganze Zeit gewundert, was mein Teammate da eigentlich von der Scheiße erzählt. Und ich auf den Bildschirm geguckt habe und das eigentlich noch gar nicht passiert ist. Und dann ist es irgendwann passiert. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich gar nicht im Live-Zustand zugeschaut habe. Das heißt also, wenn du das an der Stelle für dich auch irgendwann mal feststellen solltest, stell es einfach auf 0. Dann bist du sofort von Anfang an dabei. Und das sind so die Dinge, die ich jetzt in aktivem Zustand, in dem ich mich jetzt gerade befinde und seit 2 Wochen iRacing fahre, froh bin, dass ich sie weiß. Denn sie sind ein bisschen versteckt. Ich habe immer das Glück, dass mir der Chat zur Seite steht. Also ich habe ja immer ein paar Leute dabei, die schon länger iRacing fahren und mir das sagen können. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es für Menschen, die jetzt nicht unbedingt Stream oder Content Creator sind, super schwierig ist, diese Sachen zu finden. Das ist jetzt nichts Bahnbrechendes und das ist jetzt auch nicht so, als wenn ich der absolute Vollprofi wäre in iRacing. Das sind nur die Dinge, die mir jetzt aufgefallen sind in den ersten paar Tagen, wo ich sage, puh, das hätte ich, glaube ich, alleine am Arsch nicht gefunden. Und ich hätte nicht mal gewusst, wie ich danach googeln soll oder wäre wahrscheinlich nicht mal irgendwie an einem Punkt gekommen, wo ich das rausgefunden hätte. Ich hoffe, das hilft dir bei deinem Einstieg. Gib nicht auf. iRacing ist eine blöde Kuh am Anfang. Und sie wird auch sehr lange eine blöde Kuh sein, bis man gebrochen ist und sich dem Ganzen hingibt, weil es ist pappenalt. Aber es fährt sich schön. Also an der Stelle, lass mich doch mal wissen, ob du 1, 2 Dinge davon gebrauchen konntest, ob es dir hilft. Und dann wünsche ich dir sehr viel Spaß beim Einstieg in iRacing oder für die Fortgeschrittenen. Vielleicht habt ihr auch irgendwas gesehen, was ihr noch nicht kanntet. Lass mich das doch auch gerne mal wissen. Ich wünsche dir einen unglaublich schönen Tag. Vielen Dank, dass du dir das angesehen hast. Bis denn, Dansen. Tschüss.